Hallöchen, liebe Freunde des Psycho-Horrors und herzlich willkommen. Ich habe mal wieder eine wahnsinnig interessante Neuigkeit für euch. Ein DLC zu Layers of Fear hat sich angekündigt. Eines der besten Horror-Games, ja, jemals, würde ich sagen, bekommt eine Erweiterung. Layers of Fear Inheritance heißt das Baby, was so viel bedeutet wie ihr Vermächtnis. Und den kurzen Teaser dazu schauen wir uns jetzt mal an. Tja, liebe Kinder, schon mal nicht für euch geeignet. I don't know what I expected to find. Das Haus steht noch. A farewell note? A final will? What I found was... I, grasping at what remains of my sanity, declare this to be my last will and testament. Eine Erbschaft. To my beloved daughter. Für die Tochter. I leave the most precious gift of all. But what that is, you'll have to discover on your own. Die Tür, durch die wir nie durchkamen. Alter, da ist sie wieder. Die Lea Sophia Gänsehaut. Okay, also erstmal finde ich es ziemlich cool, dass dieses Game noch was zur Hauptstory beiträgt, die ja nun sehr bildsprachlich war und deshalb wahrscheinlich auch viele Fragen offen gelassen hat. Zumindest mir waren viele Einzelheiten am Ende noch nicht klar. Beispielsweise, was mit der Tochter geschehen ist. Ja, einige haben gesagt, okay, sie wird irgendwie gestorben sein, der Vater ist auch durchgedreht, hat sie dann irgendwie vielleicht umgebracht. Ich hatte eher die These aufgestellt, dass nach dem Unfall der Mutter sie wahrscheinlich weggegeben wurde, weil die Familie sich nicht mehr um sie kümmern konnte. Und das zeigt sich hier nun, als der Vater, also unser Maler, noch beim Verstand war, machte er ein Testament und nun kehrt die Tochter in das Haus ihrer Eltern zurück, ja, um an dieses Erbe zu kommen. Was sie findet, das ist das große Geheimnis des Spiels und ich bin echt mega gespannt. Dabei fällt mir ein, dass das eine Ende von Layers of Fear, wo das Haus abgebrannt ist und ja, eben nicht klar wurde, was mit der Tochter geschehen ist, sie könnte ja auch gestorben sein, damit dann ungültig wird. Aber ich habe gelesen, dass dieses DLC auch wieder zwei Enden haben soll, also sehr interessant und ich glaube trotzdem, dass das Ding einiges Licht ins Dunkel bringen wird, beziehungsweise Farbe auf die Leinwand. Definitiv freue ich mich auf Mindfuck-Horror mit einer guten Story und ihr hoffentlich auch. Am 2. August soll das Baby erscheinen und es soll $5 kosten, also wahrscheinlich auch so um die 5 Euro. Kann man sich definitiv mal gönnen. Und wenn ich das spielen soll, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Nein, okay, macht das trotzdem, aber ich werde es sowieso spielen, weil es mich mega interessiert, weil es ein mega gutes Horror-Game ist, mal wieder, um uns die Zeit auf einige andere Sachen, die dieses Jahr noch kommen werden, ein bisschen zu versüßen. Und ja, Leute, dann wünsche ich euch was. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann, haut rein. Ciao.